Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind jetzt hier unten im Grab der Zepho und ja, müssen dann hier, glaube ich, denke ich mal, gleich ein paar Rätsel lösen, so wie das hier aussieht. Hier kamen wir ja her. Gehen wir mal hier runter. Das ist ganz was Neues. Eieiei. Na, scannen wir den Affen hier. Ich danke dir. Ein Grabwächter ist das. Okay. Das ist die einzige Kugel, die wir jetzt hier bewegen können, denke ich mal. Aber anders kommen wir hier ja gar nicht hin. Das war, ja, war Mist. Diese alte Sepho-Zivilisation, die sieht richtig geil aus. Ist da oben was? Nee, ich dachte, ich kann da irgendwie rein durch so einen Spalt oder so. Oh Mann. Was war das denn? Oh, ach ja, der Wind, der. Alter Schwede, ey. Okay, wir sind richtig. Das ist ein Speicherpunkt. Da komme ich aber nicht rein. Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Hä, was war das denn jetzt? Warum bin ich denn da jetzt runtergefallen? Noch so einer. Na, seht ihr, so hätte ich das eigentlich auch machen können. Na, egal. Da ist auch irgendwas, da kommen wir aber auch nicht rein. Weil ich die Machtfähigkeit noch gar nicht habe. Gibt viel zu entdecken hier auf jeden Fall.
Und es ist mega groß. Was hast du? Eine alte Statue habe ich. Ja, hier. Komm hier noch nicht rein. Ja, auch hier wieder, ne? Alles macht sensitiv. Also, wir kriegen jetzt die nächste Machtfähigkeit. Konzentration! Die wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Drück den Ball weg, bevor er dich erreicht. Okay, mach ich, Meister. Gut, weiter so. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg. Richtig. So, und jetzt können wir nochmal zurückgehen zu dem quasi Echo da hinten. Hier können wir auch rein. Das ist gut, dass wir hier nochmal durch können. Ja, jetzt sind auf einmal wieder diese ganzen Stangen hier, wisst ihr. Okay. Komisch, verstehe ich nicht, warum ich da nicht hinkomme. Gut, vielleicht brauche ich da auch noch eine andere Machtfähigkeit für das, weiß ich jetzt nicht. Aber er wird es mir dann quasi eigentlich anzeigen, wenn wir dadurch könnten. Sollten wir nochmal auf diesen Planeten zurückkehren. Natürlich. Ja, wir könnten jetzt auch nochmal hier lang gehen. Das ist der Pfad hier. Wo wir eben waren, so hier. Hier ist zum Beispiel ein Echo. Der Wächter ist lange zerstört. Ein Grabwächter war das. Quasi so ein großer, wie wir vorhin vernichtet haben. Zweimal jetzt schon. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Kashyyyk. Ja, das war so klar. Ja.
Hier ist auch was. Was? Aelrams Sarkophag. Das ist der große Meister der Sepho. Also zu dem wurde ja halt... Zu deren Ehren wurde dieses Grab hier gemacht. So, Kashyyyk wurde freigeschaltet. Da müssen wir dann quasi als nächstes hin. Wir müssen ja Häuptling Tafo finden. Und neue Fähigkeiten wurden freigeschaltet. So, was gibt's denn hier noch? Leben ist immer gut, das können wir immer gut gebrauchen. So, und jetzt können wir nämlich auch hier diese ganzen Kugeln und so bewegen. Das konnten wir ja vorher alles gar nicht. Beispiel hier unten war das, glaube ich, ne? Ja, hier, da. Jetzt hat sich hier nämlich was geöffnet. Hier ist nämlich ein Echo drin. Rituale der Sepho statt. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Und das habe ich jetzt eingesagt, damit sich da unten die Machtleiste noch verbessert, also länger wird quasi. So, und hier, wir müssen nämlich das Ding hier, was hier hin und her wackelt. Ja, okay, gut. Nee, brauchst du mir nicht sagen. Ich weiß ja, was ich machen muss. Muss da rein. So, irgendwo muss noch eine Kugel sein. Ah, hier, da drinnen. Haha. Und tschüss. Aber das Imperium sucht auch immer noch weiter hier. Bloß die haben das hier gar nicht gesehen. Die wissen, glaube ich, gar nicht, wo sie suchen müssen. Die sind nur oberhalb. Wir sind ja jetzt quasi schon unten. Ja, hier ist noch eine Kugel, die wir brauchen. Ich weiß gar nicht mehr. Wie verhält sich denn das?
Ach Mensch, da ist er ja schon. Die Kugel muss hier rauf. Das ist echt nicht einfach hier. Okay, die Kugel muss bleiben. Wir müssen die andere dann nehmen, die da hinten. Wir müssen quasi mit drei Kugeln arbeiten jetzt. Die Kugel muss hier drauf bleiben. Die Kugel brauchen wir. Kann ich auch eigentlich hier. Ja, die muss jetzt hier wieder hoch. Nicht runterfahren. So. Jetzt sind wir nämlich richtig. Hier müssen wir hin. Hier hoch. So, und die Kugel, die muss da runter. Was hast du gefunden? Die Sepho sind nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Oh, ein Wookiee-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Das Grab von Ayram abgeschlossen. Ja, jetzt müssen wir halt nach Kashyyyk. Heimatwelt der Wookies, auch wichtiger Ort in Zeiten der Klonkriege. Wegen den Ressourcen. Die hatten Treibstoff, glaube ich, für die Fahrzeuge. Und auch gewisse Flugrouten. Ich glaube, das war das. Dem Imperium den Weg bereitet. Ein Feind befindet sich über uns. Ja. Hat sich unser Training gelohnt. Komm, schieß noch mal.
zu Ende. Ja, bleib doch mal ruhig, Junge. Das sind die Commander, ne? Ja, die haben hier so ein. Komm her! Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch erstmal wieder mit der Folge hier. Ja, wie ihr schon gesehen habt, wir haben jetzt andere Klonsoldaten sind hier aufgetaucht und zwar vom Wolfpack. Die 442. glaube ich war das. Aber wie gesagt, wir machen erstmal beim nächsten Mal hier weiter. Wir haben das Rätsel in den Gräbern gelöst. Wir brechen jetzt auf nach Kashyyyk und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.